Moin moin und herzlich willkommen zu einem besonderen Unboxing-Video. Ich habe natürlich einiges an Zuschauerpost bekommen, aber es gibt auch noch ein Unboxing von Schatz. Denn die Steffi hat mir auch was geschenkt. Und warum? Ich habe heute Geburtstag. Tatsächlich heute. Also ich versuche das heute noch zusammenzuschneiden und hochzuladen. Ich hoffe, das klappt noch alles. Also am 12.11. vor 37 Jahren bin ich auf die Welt gekommen. Juhu, schreit da jemand. Ja, Steffi sitzt nämlich auch gerade hier und begutachtet das Ganze jetzt. Ja, einiges an Geschenken ist eingetrudelt und von ein bisschen was weiß ich, was es ist. Von einigen darf ich die Form nicht sehen, sonst weiß ich, was es ist, habe ich gehört. Und bei einem Geschenk, dem soll ich eine Chance geben, wurde mir gesagt. Es ist sehr interessant alles. Ja, wir fangen einfach mal an. Und zwar, davon habe ich sogar, glaube ich, im Stream schon was erzählt, ja. Und zwar geht es um dieses kleine Päckchen hier. Klein, schnuckelig und dafür eigentlich auch schwer. Vom guten Phil. Ihr kennt den Phil, ne? Der Phil ist derjenige, der damals die großartige PlayStation 4 zum Beispiel organisiert hat. Ihr wisst, der lässt sich nicht lumpen. Der macht keine halben Sachen, wie er so selbst immer schön sagt. Und der war jetzt letztens mit seinem Neffen im Legoland. Ich glaube, eine Woche oder so waren sie sogar da. Also jedenfalls längere Zeit. Und die haben sich in dieser Zeit vorgenommen, sämtliche Münzautomaten im Legoland abzuklappern. Er hat auch gesagt, er hat es geschafft. Er hat alle gefunden, die im Münzforum aufgelistet sind. Und ja, überall die Münzen zu ziehen. Die sind alle hier drin. Die kann ich natürlich ja schlecht alle mal eben zeigen. Ich werde es jetzt aber trotzdem live auspacken. Und dann mal ein Gesamtfoto machen und das dann wahrscheinlich einblenden. Und ich werde so ein bisschen drüber philosophieren. Weil... Das ist erstmal vielen, vielen Dank, Phil. Du hast dir da eine wahnsinnige Arbeit gemacht, vor allem in deinem Urlaub da rumgesucht und Geld investiert natürlich. Da steckt jetzt ja wirklich wieder Geld drin. Ne? Ihr müsst euch überlegen, jede Münze kostet von vornherein erstmal einen Euro und dann natürlich noch eine 5-Cent-Münze. Und ich weiß nicht, es sind über 20 auf jeden Fall. Oh Gott. Es sind, oh Gott, was kommt denn jetzt? Oh, eine Schüssel. Dankeschön. Ja. Eine Gehilfin aus dem Office ist immer... Das ist gar nicht schlecht. Das könnte man sich dran gewöhnen. Die Praktikantin. Ja, fangen wir mal an. Wie gesagt, ich blende euch wahrscheinlich so ein paar Einzelbilder da mal ein. Das ist Legoland. Da ist ein Schmetterling drauf zum Beispiel. Oh, hier ist sogar so ein Star Wars Meeple. Also eine Figur. Das sieht auch nach Star Wars aus hier. Legoland Günzburg. Genau, in Günzburg war das, richtig. Das kann natürlich sein. Ich weiß jetzt auch nicht, wie laut man Steffi jetzt gerade hören kann. Also sie meinte eben, es sind... Oh, ein Dino. Was hast du gesagt? In keinem Legoland-Automaten... Nee, in keinem Ort in Deutschland. Ja. Sind so viele Automaten wie in Legoland Günzburg. Das kann sein. Das war bestimmt sehr laut für euch. Oh, hier ist noch eine. Ein Zwerg. Ja, drei von diesen schönen Umschlägen. Das ist jetzt für euch jetzt wahrscheinlich nicht so spektakulär. Ich finde das einfach nur richtig geil. Vor allem, ich weiß nicht, ob es jetzt geplant war. Also, hat Phil jetzt nicht so wirklich raussagen lassen, ob es jetzt geplant war, dass das direkt zum Geburtstag ankommen sollte. Jedenfalls vielen, vielen Dank. Das ist geil. Oh, ein Skelett. Das ist geil. Ein richtiges Skelett. Ja, drei Fragezeichen haben wir gestern erst wieder gehört. Da, schön mit dem Legoland-Logo. Sieht auch sehr hübsch aus. Sehr viele Lego-Figürchen auch immer drauf. Verschiedene. Oh! Die wird dir gefallen. Die werfe ich dir mal rüber. Hast du gut gefangen? Ich hab's gehört. Oh, ein Seepferdchen. Atlantis. Sehr schön. Ich werde dann auf jeden Fall mal einblenden, wie viel es sind. Also ich meine, es waren über 20. Und es ist, ja, einfach Wahnsinn. Vielen, vielen Dank dafür. Und noch ein Haufen. Und da ist noch eine drin. Halt, komm raus. Wow. Oh, das ist eine geile Münze gewesen. Die ist so ein bisschen angelaufen, so ein bisschen grünlich. Habe ich aber auch schon teilweise welche von. Sehr, sehr geil. Oh, ein Pferd. Piraten sehe ich hier. Wieder. Oh, ein Drache. Sehr, sehr coole Motive hierbei. Ja, wunderschön. Was ist das? Ah, das ist nochmal das Feriendorf. Ah ja, okay. Ja, wunderschön. Also eine Riesenschüssel. Alles Münzen. Vielen, vielen Dank, Phil. Das freut mich wirklich sehr. Du hast uns eine riesen Arbeit erspart, weil ich nicht weiß, wann wir zum Legoland nach Günzburg gefahren wären. Also das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr große Arbeitserleichterung gewesen. Geil. Danach kommen wir jetzt zu Krawattennadel, denn der hat sich auch wieder gemeldet. Einmal ein kleines, ich vermute mal ein Spiel. Und ich habe eine E-Mail separat bekommen von Krawattennadel, wo er geschrieben hat, gib ihm eine Chance. Jetzt habe ich so ein bisschen Angst, was da drin sein könnte. Das muss ja vielleicht irgendwie ein Spiel oder so sein, zu dem ich mich eventuell mal negativ geäußert habe oder wo ich gesagt habe, nee, das würde ich nie machen.
Weil wenn er schreibt, gib ihm eine Chance. Ich weiß es nicht, was das vielleicht ist. Ich bin da sehr neugierig. Aber erstmal gucke ich mir die Karte an. Er hat ja immer sehr schöne Karten. Bestimmt gute Zeiten, ja. Oder wie heißt das noch? Die jungen Ärzte in aller Freundschaft. Sturm der Liebe. Sowas von. Oh ja, es ist wieder so eine schicke Katze. Chill mal wieder steht draußen. Sehr schön. Oh ja, ich mag das so. Und wieder ein schönes Gedicht wahrscheinlich. Nimm dir Zeit für die Dinge, die dich glücklich machen. Das ist doch mal schlicht und einfach. Lieber Alex, was du dir alles selbst wünschst, das wünsche ich dir. Mögen all deine Wünsche in Erfüllung gehen. Happy Birthday, Manuel. Dankeschön. Eine sehr schöne Karte. Die sind immer sehr schön gestaltet. Wahrscheinlich kann man es jetzt nicht so wirklich erkennen, aber die sehen immer sehr, sehr hübsch aus. Ich mache jetzt mal einen Hauch mit Altpapier. So. Jetzt kommen wir zu dem Geschenk. Also ich vermute mal, dass es ein Spiel ist. Ich denke jetzt mal nicht ein Film. Also ich denke schon, dass es ein Spiel ist. Gib ihm eine Chance. Wir gucken jetzt gemeinsam. Es ist... Ich habe irgendwas mit Dinosaurier gelesen. Vielleicht bin ich irritiert. Okay. Da freue ich mich drüber, weil ich wollte es immer schon gucken. Es ist eine Serie. Staffel 1 bis 3. Und wir haben da gestern noch drüber gesprochen. Das ist Jurassic World, neue Abenteuer. Das ist diese Animationsserie. Sehr, sehr geil. Dankeschön. Da bin ich nämlich schon die ganze Zeit neugierig drauf. Wie kamen wir denn gestern drauf? Richtig, die haben hier bei Edeka den Adventskalender zur Serie. Jurassic World, neue Abenteuer. Sehr, sehr geil. Dankeschön. Oh, das ist cool. Da freue ich mich sehr drauf. Oh. Ich habe ja noch nicht mal die Serie gesehen. Genau, und jetzt kann ich die Serie sehen. Staffel 1 bis 3, 26 Episoden. Oh, da freue ich mich wirklich sehr drüber. Vielen, vielen Dank. Da muss ich direkt noch ein bisschen weiter reingucken. Oh, das ist schön. Da habe ich gar nicht mitgerechnet. Hatte ich auch überhaupt nicht auf dem Schirm. Vor allem, gib ihm eine Chance. Das hätte ich ja sowieso gerne geguckt. Den gebe ich sehr gerne eine Chance. Ich finde es jetzt gerade nicht da. Jetzt habe ich es. Jetzt habe ich es. So. Okay, mal kurz reingucken. Ja, sehr schön. Oh, das sieht toll aus. Vor allem, dafür, dass es eine Animationsserie ist, sehen die Dinos aber auch richtig geil aus hier. Ich freue mich da schon sehr drauf. Vielen, vielen Dank, Manuel. So, das war das. Und jetzt kommt der Rick. Der Super Flash Crash. Der hat mich jetzt tatsächlich sehr, sehr überrascht und überrumpelt, weil ich da nicht mit gerechnet habe. Und es ist schwer. Also es ist zwar klein, ne? Aber es hat wirklich Gewicht. Bitte? Ein recht schwerer Gegenstand. Richtig. Ja, da war ja was. Ja, dieses schöne Zitat aus Die Mumie 2. Steffi hatte erst eine Vermutung, hat sich dann mit ihm kurz geschlossen und es ist nicht das, was Steffi vermutet hat. Also hast du jetzt auch nicht so die hundertprozentige Ahnung. Ich guck da jetzt rein. Ich bin sehr gespannt, was es ist. Es ist... Was ist denn das? Es ist eine Art Buch, tatsächlich. I want to play a game. Das erinnert mich doch an was. Inside Saw. Was ist denn das? Das sieht ja mal geil aus. Guck mal hier. Ich versuche mal ein bisschen näher zu rücken. Das hört sich ja geil. Saw zählt zu den größten Phänomenen der jüngeren Filmgeschichte und hat nicht nur das Horrorgenre nachhaltig verändert und geprägt. Der unerwartete Erfolg des Low-Budget-Originals war der Grundstein des einzigartigen Franchise, durch das Jigsaw längst in einem Atemzug mit Ikonen wie Freddy Krueger und Jason Voorhees genannt wird. Freitag der 13., ne? Okay. Dieses Buch wirft einen detaillierten Blick auf die Entstehungsgeschichte aller neuen Filme und zeigt, wie groß die kreativen und organisatorischen Hürden jeder Saw-Produktion waren. Gleichzeitig stellt Inside Saw die Macher hinter den Kulissen vor und lässt diese in ausführlichen Interviews selbst zu Wort kommen. Autor Tobias Homan führte dafür exklusive Gespräche mit Regisseuren, Drehbuchautoren und Produzenten, die ihre Arbeit an Saw und den Fortsetzungen Revue passieren lassen und einen interessanten Einblick in die Konzeption und Produktion der Filme ermöglichen. Inside Saw ist somit der ultimative Führer durch die Historie von Saw. Das ist geil, weil Saw ist ja echt einer meiner allerliebsten Filmreihen. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Also ihr wisst es wahrscheinlich auch schon in meinem Special, habe ich es ja erwähnt hier in meinem Horrorfilm-Special, meine 10 liebsten Horrorfilme. Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank, Rick. Das ist eine richtig geile Sache. Oh,
Und das ist umfangreich und auch klein geschrieben und dann auch Bilder. Das ist ja, also bebildert natürlich mit Plakat und allem drum und dran von den einzelnen Filmen, aber auch so hinter, also Szenen aus den Filmen und sehr, sehr viel. Das ist ja richtig geil hier. Also gut, wenn man natürlich jetzt nichts mit dem Genre anfangen kann, dann ist das vielleicht nicht so spektakulär. Aber für mich ist das was richtig Geiles. Vielen, vielen Dank, Rick. Da muss ich mir aber echt mal Zeit nehmen und das alles in Ruhe durchlesen. Das sieht wirklich sehr, sehr geil aus. Vielen, vielen Dank. Das ist super. So, ich höre schon. Schatz rumpelt schon im Hintergrund hin und her. Das ist der erste, was man an der Form erkennt oder das andere? Das sind zwei Dinge. Was man an der Form erkennt. Das ist ja dann offensichtlicher wahrscheinlich, ne? Ja, also ich glaube es, aber vielleicht... Mach das, wo du denkst, dass... Heb dir das Highlight deiner Meinung nach zum Schluss auf und du gibst immer das andere. Ich weiß ja nicht, was für dich, wo du meinst, ist das Highlight. Ich geb dir erstmal das andere. Ja, Trost. Ich merke gerade, dass es ziemlich dunkel ist. Aber gut, kriegen wir schon irgendwie hin. Ui. Ui. Das ist aber nicht das, was offensichtlich ist, weil die Verpackung finde ich jetzt. Die finde ich jetzt. Oh, ist die schwer. Schatz, was ist das? Das ist die Kleinigkeit. Das ist die Kleinigkeit. Ja. Das ist ein recht schwerer Gegenstand, wenn ich das mal so sagen darf. Alter, ihr wisst ja, dass ich nicht ganz dünn bin, ne? Guckt euch das mal an. Das ist ein ganz schöner Klopper und der hat auch so viel Gewicht wie ich. Nein, der ist nicht, aber... Ich habe jetzt schon wieder ein bisschen Angst. Du hast ja immer du hast gesagt, oh, das ist ja nicht so viel und... Ich darf es aufmachen? Ja, ich hoffe, es freut mich. Ja, das freut mich bestimmt. Ich finde das Papier schon wieder geil. Okay, es ist ein normaler Karton, ne? Das ist ein Karton, den Steffi aus meinem eBay-Bestandslager geklaut hat. So, okay. Also da kann ich auch nicht viel dran erkennen. Es ist ein Karton. So. Ach, so. Ich versuch's jetzt, ja? Ja. Ich sehe nochmal Papier. Ja. Du machst es spannend. Oh, geil! Oh, danke schön! Sind das alles welche, die ich noch nicht hab? Ja, die du schon hast, liegen noch im Klo. Ich hab komplett nehmen müssen. Oh, geil! Ihr wisst noch nicht, was das ist. Es ist eine Buchreihe, die ich total geil finde. Und zwar ist das so eine klassische Krimi-Reihe, die in England spielt. Und zwar so ein Inspektor namens Jury. Und das ist eine wunderschöne Edition noch dazu. Die ist vom Weltbildverlag tatsächlich, genau. Und das sind so diese kleinen... gebundenen grünen Büchlein. Hier aber zum Beispiel gerade Inspektor Jury gerät unter Verdacht. Und das sind richtig, richtig schöne, kleine, richtige ja, Kriminalgeschichten von Martha Grimes und die Cover sind auch immer total schön. Also alles so richtig, das sieht halt nachher schön nach England aus und so. Und total geil. Oft so dörfliches Idyll und total geil. Also da kommen auch so geile Charaktere bei, die man, kann ich nicht alles jetzt erklären, aber richtig, richtig schöne Sachen. Und aber das sind jetzt nicht tatsächlich alle. Ich hab die jetzt nicht komplett, ne? Alle, die sind diese Auflage. Tatsächlich? Dann gibt's, glaube ich, nur noch drei weitere oder so. Nee, es gibt insgesamt ja. In dieser Auflage 21. Und das sind jetzt alle? Ja. Oder, boah. Ich habe die halt nur komplett gekriegt. Das heißt, die ersten hast du jetzt doppelt. Die liegen jetzt ja. Im Klo. Ja. Und es gibt noch drei weitere, glaube ich. Genau, das sagte ich ja gerade. Drei weitere gibt's nur noch. Ja, genau. Oh, geil. Dankeschön. Dann ist ja wieder eine Sammlung fast komplett. Ah, den muss ich jetzt mal eben gucken. Ja, kein Wunder, dass das so viel Gewicht ist. Die Frau im Pelzmantel. Oh, geil. Fremde Federn. Ich finde, die Cover sind alle allein schon so wieder so schön. Ich find, hast du die auch alle angeguckt schon? Ja? Oh, das ist ein kürzeres Abenteuer. Lichtet den Nebel. Das ist, wenn man das mal so sieht, das ist auf jeden Fall ein kürzeres Abenteuer. Aber cool, okay. Oh, schön. Steht im Regen. Das ist auch mal aussagekräftig. Vor allem in England. Das ist ja ganz selten. So, was haben wir hier? Geht übers Moor. Dann macht da einer auf Moses. Der ist übers Wasser gegangen. Das Meer, nicht übers Moor. So, was haben wir hier? Karneval der Toten. Das klingt ja auch mal geil. Aber dass, wow, dass du die alle in dieser Auflage bekommen hast. Wahrscheinlich über Kleinanzeigen, vermute ich mal. Ja, das ist immer der beste Punkt für sowas. Gewagtes Spiel. Oh, mit Leuchtturmcover. Das wird wahrscheinlich ein Fall sein für Schatz. Ich denke aber, dass auch ein Leuchtturm drin vorkommt. Normalerweise sind die Bilder auch so ein bisschen danach ausgewählt. Hier steht zwar jetzt gerade nichts drauf, aber ich denke schon.
Was haben wir hier? Küsst die Muse. Da geht es wahrscheinlich um Kunst. Könnte ich mir vorstellen. Oh, das ist total geil jetzt. Die Trauer trägt schwarz. Ja, ist meistens so. Das trifft aber fast auf jeden Fall zu, weil Leichen kommen überall vor. Und tatsächlich nicht immer nur eine klassische. Es kommt durchaus oft vor, so rum, dass auch mal im Laufe des Falls zwei, drei Leichen dazukommen. Also, obwohl das so eher so was Ruhigeres, Seichtes ist, aber das ist trotzdem teilweise schon ganz geil. Lässt die Puppen tanzen. Oh, ist das cool, dass ich die jetzt alle hab. Wahnsinn. Und blinder Eifer. Das ist ja geil. Dann sind das jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Bücher. Und 9 habe ich. Wow. Das ist ja geil. Vielen, vielen Dank, Schatz. Das ist ganz, ganz klasse. Und jetzt hast du hier noch was organisiert. Hey, räumst du mal den Hocker? Den Hocker? Wie groß wird denn das? Ja, es ist halt hoch. Ein hoher Gegenstand. Ich habe Angst. Ich soll den Hocker wegschieben. Ich habe hier so ein Fußbänkchen, müsst ihr wissen. Ja, bestimmt. Ich habe aber jetzt gerade Angst. Wie groß ist das denn? Und da soll die Form was verraten? Ja, vielleicht. Also damit ihr das mal eben seht. Kann ich es hier anfassen? Ja. Es hat eine beachtliche Größe. Och, boah. Und die Form verrät was, sagst du? Ja, kann sie. Es ist vielleicht nicht die finale Form. Es ist nicht, aber es ist so dreieckig bleibt es im Grunde so ein bisschen, oder? Ja, ja. Guck einfach rein. Es ist was Festes auf jeden Fall. Es ist wahrscheinlich kein Raumteiler für uns. Das ist so. Okay, ich mache jetzt, bin jetzt mal so frei. Wie nennt man denn sowas? Also so ein Bibliotheksbänkchen, um an obere Etagen ranzukommen. Oh, das brauchen wir nämlich für unser Hörspielschlafzimmer. Oh, das ist ja geil. Dankeschön. Wo hast du denn sowas bekommen? Bestellt. Oh, das ist ja super. Dann komme ich jetzt immer an die Hörspiele ran, an die ich normalerweise aufs Bett krabbeln muss und sonst irgendwie. Oh, ist das geil. Jetzt kannst du das ausklappen. Oh, das ist toll. Ja, jetzt nimm mal das Papier bitte da kurz weg. Ihr sollt das ja auch ein bisschen sehen. Genau, jetzt kann man hier so tun, Frau Glöhr. Ah! Ja, ist das geil. Und dann stellt man das hin. Wahrscheinlich. So, ne? Und wenn ich jetzt mutig bin, ach, kann man jetzt hier so... Muss das noch einrasten? Nee, ne? Nee. So. Das ist ja der Hammer. Ey, guck mal, ich komme immer noch nicht bis zur Decke. So klein bin ich. Das ist schon traurig. Ich bin erst 3 Stufen hochgestiegen und mein Kopf kommt noch nicht an die Decke. Schatz, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, es gefällt dir auch. Das ist super. Das passt ja auch vom Holz her wieder super geil ins Schlafzimmer rein. Das passt auch sehr gut gerade zum Tisch hier. Ja. Also, wow. Vielen, vielen Dank. Jetzt, der passt gut, den seht ihr jetzt zwar nicht, aber ich kann jetzt mal die anderen Sachen hier auftürmen, die alles sind. Also ein richtig Gaga. Ein richtig guter Geburtstag. Oh. Mit vielen, vielen Sachen. Ich hoffe, ich kriege das da alles hin. Wenn nicht, nicht. Die Münzschale, ja, die sieht man natürlich nicht. Kannst du die oben draufstellen auf die Bücher? Ja. Ja, also vielen, vielen Dank an alle, die mich jetzt hier so schön beschenkt haben. Natürlich auch an dich, Schatz. Und ja, das war das kleine Geburtstags-Unbox. Ich weiß gar nicht, wie lange es geworden ist. Sehe ich von dir, ich glaube 20 Minuten. Und ich bastel das dann nachher noch zusammen. Und ich hoffe, dass ich es heute noch hochgeladen bekomme. Und ja, richtig, richtig geil. Dankeschön an alle nochmal und gerne dann bis zu den nächsten Parts von Monkey Island, die jetzt demnächst bald auf Deutsch weitergehen. Das kann ich schon mal verraten. Ich habe den Patch bekommen, bald spielen wir auf Deutsch. So, euer Alex sagt ciao, bis zum nächsten Mal.
Hier noch ein kleiner Nachtrag, denn nachdem ich das Video aufgenommen hatte, kam direkt noch eine Meldung hinein, dass ich ein Steam-Geschenk bekommen habe. Und zwar vom guten Lars Viper, der ewige LP-Padawan, wie er sich hier nennt. Herr Flattermann wünsche dir alles Gute zum Geburtstag und hoffe, dir gefällt das Spiel. Nein, es soll keine Andeutung auf dein Alter sein, aber ich weiß, du magst Dinos. Herzliche Glückwünsche. Ja, und tatsächlich, ich bin ja großer Jurassic World Evolution-Fan, wie ihr wisst. Ich habe beide Teile mit sämtlichen Add-ons und so weiter. Und hier haben wir jetzt Dinosaur Fossil Hunter. Das hört sich sehr geil an, ein Paläontologie-Simulator. Ich bin echt gespannt. Werde ein echter Paläontologe, entdecke unbekannte Gebiete und suche nach Dinosaurierfossilien, grabe in der Erde und studiere die Überreste dieser majestätischen Kreaturen, um mehr über ihre Evolution zu erfahren. Baue dein eigenes Museum und erlebe eine fesselnde Hintergrundgeschichte. Das hört sich total geil an, allein dieses Museums-Setting, das interessiert mich gerade total. Und ja, ich freue mich schon, jetzt irgendwie dann mal demnächst bei Feierabend oder so mal in irgendwelchen archäologischen Ausgrabungen reinzustuppern und dann vielleicht Museen einzurichten. Das klingt sehr interessant. Ich denke schon, dass das Spiel was taugen wird. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, Lars. Das ist eine geile Idee. Und auch an dich natürlich einen herzlichen Dank. Und ja, das soll natürlich nicht zu kurz kommen. Deswegen schneide ich das einfach nochmal hier rein. Vielen, vielen Dank. Und in diesem Sinne, euer Alex sagt ciao. Bis zum nächsten Mal.